Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir leben heute in gefährlichen, in schwierigen Zeiten. National gesehen, international gesehen und vielleicht auch im persönlichen Bereich. Wenn wir uns heute die Zustände der Welt anschauen, gibt es wirklich sehr wenig Grund zum Optimismus. Und gleichwohl dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Viele lassen sich allerdings entmutigen, fallen in Depression, wenn sie sich die Zustände anschauen, den drohenden Terrorismus, die politische Lage in Amerika, in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Europa, in Russland, Iran, die Naturkatastrophen, die über uns hereinbrechen, wie zum Beispiel jetzt auch wiederum scheinbar in Island, wenn möglicherweise der Vulkan wieder ausbrechen wird, oder natürlich auch in Haiti und in anderen Ländern und Gebieten. Und wie sieht es dann in unserem persönlichen Bereich aus? Werden wir entmutigt, weil wir vielleicht keine Arbeit haben, keine Arbeit finden, weil wir eine Arbeit haben, die uns nicht gefällt, weil vielleicht unsere Ehe nicht so läuft, wie sie laufen sollte? Ich meine, die Zustände, in denen wir uns heute befinden, sind ja keineswegs, wie ich sagte, immer sehr erfolgreich, sehr erfreulich. Aber wir müssen uns davor in Acht nehmen, uns entmutigen zu lassen, unseren Mut zu verlieren, in Depression zu verfallen. Nun, man ist dagegen nicht gefeit. Selbst die großen Denker, die großen Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, sind mitunter in Depression, in Entmutigung gefallen. Und das lag vielleicht daran, dass sie mitunter nicht sich an die Quelle der Ermutigung gewendet haben. Oder vielleicht, weil sie nicht unbedingt auf die richtige Weise sich an diese Quelle gewandt haben. Ich spreche natürlich von Gott. Und wir müssen uns, um uns vor Entmutigung zu schützen oder aus der Entmutigung herauszukommen, immer wieder die wesentliche Frage stellen. Wie sieht unser Verhältnis mit Gott aus? Wir wollen uns zunächst einmal ein paar Beispiele anschauen von Menschen in der Bibel. Und Sie mögen vielleicht überrascht sein, wenn Sie von diesen Menschen hören, die entmutigt worden sind. Und wir sehen aber auch dann, wie sie wiederum ermutigt wurden. Zunächst einmal im Buch Jeremia. Und wie Sie vielleicht wissen, zitiere ich hauptsächlich aus der Lutherbibel, der revidierten Fassung von 1984. Aber ich werde heute auch einige andere Bibelübersetzungen mit heranziehen. Aber zunächst einmal Jeremia Kapitel 15 und angefangen in Vers 10. Hier war der große Prophet Jeremia, den Gott zu den Völkern gesendet hat, um denen die Wahrheit Gottes zu verkünden. Aber die Reaktion war nicht immer die, die er sich so erwartet hatte. Und in Jeremia Kapitel 15 lesen wir nun in Vers 10 seine Aussage, wo er sich in tiefster Entmutigung befand. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande, habe ich doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, und doch flucht mir jeder Mann. Mit anderen Worten, er sagt, es ist ungerecht, dass ich so behandelt werde. Ich habe nichts Unrechtes getan und gleichwohl werde ich verfolgt. Und nun wendet sich seine Erbitterung gegen Gott. Und er sagt hier in Jeremia Kapitel 15 und in Vers 18, warum währt doch mein Leiden so lange? Und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du, also Jeremia spricht jetzt Gott an, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Mit anderen Worten, er sagt zu Gott, du hast mich getäuscht, du hast mich verführt, du hast mir Versprechungen gegeben, die du jetzt nicht erfüllst. Du bist ein trügerischer Born, eine trügerische Quelle, die kein Wasser mehr hervorbringt. Schauen wir uns Gottes Reaktion an, in Vers 19. Darum spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Also zunächst einmal sagt Gott hier, Jeremia, überleg mal, was du hier sagst. Sprich nicht leichtfertig. Sprich nicht in dümmlicher Weise.
sondern sprich das, was richtig ist. Und wenn du das tust, dann wirst du mein Prediger bleiben. Aber lass dich nicht von deiner Umwelt im Negativen beeinflussen, dass du so reagierst, wie die anderen alle reagieren würden, sondern denke daran, dass ich dich zu einem Prediger gemacht habe. Und jetzt fährt Gott fort, ihm Ermutigung zu geben. Und zwar lesen wir in Vers 20. Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Also Gott gibt Jeremia zunächst einmal eine sanfte Andeutung, wie er sich hätte verhalten sollen. Aber er gibt ihm dann auch die Versicherung, dass er eigentlich nichts zu fürchten hat, dass er eigentlich nicht entmutigt werden muss, weil Gott bei ihm sein wird, die ganze Zeit hindurch. Er wird ihm helfen. Er wird ihn aus den schrecklichen Lagen, ob es jetzt persönliche Situationen sind oder vielleicht sogar im Hinblick auf nationale oder internationale Begebenheiten, er wird ihn erretten. Zeitweilige Entmutigung, die also zur Erbitterung gegenüber Gott führen kann, muss überwunden werden. Und man muss zunächst einmal erkennen, wenn man entmutigt ist, woran das liegt. Und möglicherweise ist unser Zugang zu Gott, unser Verhältnis zu Gott, dann nicht so, wie er sein sollte. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an dem 1. Königebrief. 1. Könige, Kapitel 19. Auch hier finden wir eine Erzählung über einen der herausragendsten Persönlichkeiten der Bibel. Sowohl im Alten Testament als auch eine Persönlichkeit, die im Neuen Testament immer wieder zitiert wird. Aber auch er war gegen Entmutigung und Depression sogar nicht gefeit. Schauen wir uns dies an. In 1. Könige, Kapitel 19 und angefangen in Vers 1. Wir lesen natürlich über den Propheten Elia, der zunächst einmal eine machtvolle Tat getan hatte, der sich gegen die falschen Jünger, die falschen Propheten, dieses scheußlichen Götzen Baal gewendet hatte. Aber die Königin Isabel, die war natürlich eine Person, die dem Baal folgte, den Baal anbetete. Und die hatte natürlich nicht unbedingt das gemocht, was der Elia getan hatte. Und so lesen wir in 1. König Kapitel 20, oder vielmehr 1. König Kapitel 19, und angefangen in Vers 1. Und Ahab, also der König Ahab, der Mann von Isabel, einer der schlimmsten Könige im ganzen Alten Testament, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Und er sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Vers 4. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Und sprach, und er spricht jetzt Gott an, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er hatte genug. Er war bereit aufzugeben. Er war nicht mehr bereit weiterzumachen. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Du bist noch lange nicht in der Position, wo du sterben könntest. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth in Israel, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also mit anderen Worten, was soll's? Ich habe das alles für dich getan und was tust du mir an? Du bringst mich in eine Situation, wo Leute mich verfolgen, wo sie sogar versuchen, mich zu töten.
Und der Herr sprach, Vers 11, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und manche, die sich in Depressionen befinden, und dann kommen andere, die wollen denen helfen, die machen das genau auf die falsche Weise. Die machen dies mit Vorwürfen. Die sagen, was fällt denn dir überhaupt ein? Wie blödsinnig verhältst du dich? Vielleicht schreien sie, vielleicht argumentieren sie herum. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott hier mit Elia vorgegangen ist. Schauen Sie. Und siehe, der Herr wird vorübergehen, sagt Gott, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Herr mit Elia umgehen wollte. Und nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Also noch schlimmer als dieser Wind, dieser Tornado vielleicht, dieser Hurrikan. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Es war ein großes Feuer scheinbar, das also Wälder verbrennt. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, da verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Jetzt erkannte Elia, Gott war in diesem sanften, stillen Sausen. Und Elia erkannte, dass jetzt Gott ihm etwas sagen würde. Und Elia war jetzt für dieses, was Gott ihm sagen würde, empfänglich geworden. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Aber auch hier hat Elia nach wie vor seine Antwort parat. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Er sagt das Gleiche noch einmal, wie er es schon eben gesagt hatte. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Also Elia hatte noch weitaus viele Aufgaben zu erfüllen. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und dann sagt Gott noch etwas, was also jetzt Elia ermutigen sollte. Denn letztendlich hatte Elia ja gedacht, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel. Oder wie es besser übersetzt sein könnte, und ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Vers 18. Und Elia tat jetzt, was Gott ihm gebot. Er war nicht mehr jetzt entmutigt. Er war jetzt nicht mehr willens, aufzugeben, alles hinzuwerfen, zu sterben. Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Mit anderen Worten, jetzt wurde Elisa damit beauftragt, letztendlich dann anstelle von Elia weiter als Prophet zu dienen. Vers 21, und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Mit anderen Worten hat jetzt Elia zunächst einmal Elisa ausgebildet zum Prophetenberuf. Also schauen wir, wie Gott es hier angestellt hat. Der Elia, der war total entmutigt. Aber Gott hat auf die richtige, sanfte Weise in diesem Falle auf Elia eingewirkt, ihm weitere Aufgaben übertragen. Und Elia war dann auch willens, diese Aufgaben zu erfüllen. Schauen wir uns eine weitere Stelle an im Buch Hiob. Hiob Kapitel 6. Der Hiob hat natürlich sehr viel gelitten, zu leiden gehabt. Und Gott hat dies zugelassen. Aber manchmal hat natürlich auch der Hiob Depression erfahren, Entmutigung erfahren. In Hiob Kapitel 6 lesen wir seine Rede in Vers 9. Dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte. Und dann in Vers 11. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte
und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte. Also auch hier hat Hiob zunächst einmal in diesem Augenblick genug gehabt von allem. Er wollte sterben. Er sagt, es gibt ja keinen Sinn, keinen Zweck mehr hier auf diese Weise weiterzuleben. Und gleichwohl lesen wir im Neuen Testament eine interessante Bemerkung über Hiob, über seine Geduld. Im Jakobusbrief, ich zitiere das mal für Sie, in Jakobus Kapitel 5 und Vers 11, wo Jakobus sagt, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Also im Großen und Ganzen, auch wenn er hier vorübergehend ohne Geduld war, hatte er Geduld. Und diese Geduld führte dazu, dass er das Wirken Gottes in seinem Leben erkannte, dass er die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erkannte, dass er erkannte, dass Gott so mit ihm umgehen musste, damit er lernen würde, wer und was er wirklich war, um sich dann auch ändern zu können. Schauen wir uns eine weitere Stelle im 4. Buch Mose an. Denn auch Mose hatte Perioden, wo er entmutigt war, sehr entmutigt war. In 4. Mose Kapitel 11. 4. Mose Kapitel 11 und zunächst einmal die Verse 11 und 12. 4. Mose Kapitel 11, angefangen in Vers 11. Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Eine interessante Anrede. Warum bekümmerst du deinen Knecht? Warum tust du mir das an? Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen und geboren, dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Vers 14. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, es ist mir zu schwer. Und mit heutiger Terminologie könnte man sagen, ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebe. Es ist mir zu schwer. Warum tust du mir das an, Gott, mich in einer solchen Situation zu belassen? Und jetzt fährt Mose Folgendes, fährt fort Folgendes zu sagen in Vers 15. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Also Mose war bereit zu sterben. Er wollte lieber sterben, als dass er weiter so leben sollte, diese Aufgabe erfüllen sollte, die Gott ihm gegeben hatte. Nun, wie reagiert Gott? Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volke und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. Vers 17, so will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Also Gott war keineswegs bereit, jetzt Mose aus dieser Verpflichtung herauszunehmen, aber er gab ihm Hilfe. Er gab ihm dadurch Ermutigung, dass er ihm andere gab, die ihm helfen würden, zusammen mit ihm das Volk zu leiten, das nun wirklich ein sehr mürrisches, widerspenstiges, rebellisches Volk war. Also wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir in Situationen stecken, wo wir scheinbar nicht mehr ein und aus wissen, und wenn wir wirklich den Glauben haben, dass Gott uns auch hört und uns auch hilft, so wird er es tun. Gott hat uns versprochen, dass er keine Versuchung über uns hereinbrechen lässt, die wir nicht in der Lage wären zu tragen, und dass er uns den Ausweg zeigen wird, sodass wir eine solche Versuchung auch tragen können. Aber auch hier sehen wir wieder, selbst Mose hatte zu Zeiten Episoden der Entmutigung. David, der große König David, war da auch keine Ausnahme. Schauen wir uns einmal eine Stelle an in den Psalmen. Psalm 13. Psalm 13. Und angefangen in Vers 1. Es wird hier überschrieben mit Hilferuf eines Angefochtenen. Und dann ist natürlich dieser Psalm von David geschrieben. Und er sagt: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?
Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Also er befindet sich hier in sehr großer Anfechtung, aber er wendet sich an Gott um Hilfe. Und schauen wir jetzt uns an, wie er jetzt in Vers 6 es sagt. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er sowohl an mir tut. Zu einem Zeitpunkt, wo das noch keineswegs jetzt rein physisch gesehen der Fall war. Er befand sich nach wie vor in Anfechtung. Aber er hatte den Glauben, dass Gott ihm helfen würde, wenn er sich an Gott wenden würde in der richtigen Art und Weise. Er erinnert sich also auch hier in den Zeiten seiner Anfechtung, in Zeiten seiner Entmutigung an das, was Gott für ihn bereits in der Vergangenheit getan hat. Schauen wir uns auch Psalm 27 an. Psalm 27 und Vers 14. Psalm 27 und Vers 14. Und er sagt dies zu sich selber, wie auch zu allen anderen, die in einer ähnlichen Situation stecken mögen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt. Man könnte auch sagen, werde nicht entmutigt. Sei getrost, sei unverzagt und harre des Herrn. Manchmal muss man auf Gottes Eingreifen warten. Es mag nicht vielleicht sofort kommen, aber das ist nicht der Zeitpunkt, entmutigt zu werden. Und wie ich sagte, das ist sehr natürlich, sehr menschlich, dass man entmutigt wird, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber deswegen sind ja auch die Ermahnungen hier, die Weisungen, die uns hier gegeben werden. Harre des Herrn und werde eben nicht entmutigt. Und so fand David auch Mut und Ermutigung und Stärke zu Zeiten der Entmutigung. Schauen wir uns dies zum Beispiel mal im 1. Samuel Kapitel 30 an. Und ich möchte das jetzt aus der Patloch-Bibel vorlesen, wie das da übersetzt wird. 1. Samuel Kapitel 30 und in Vers 6. Schauen Sie sich einmal die Situation an, in der sich David hier befand. 1. Samuel Kapitel 30 und Vers 6. David kam in eine sehr unangenehme Lage. Die Leute, seine Leute, diejenigen, die ihm nachfolgten, die gedachten nämlich, ihn zu steinigen, weil das, was jetzt geschehen war, nicht mit dem so übereinstimmte, was sich die Leute so vorgestellt hatten. Denn alle waren verbittert um ihre Söhne und Töchter willen. Die waren im Krieg geschlagen worden. Die waren also in Gefangenschaft geführt worden. Aber schauen wir uns jetzt die Reaktion Davids an. Doch David fand Stärkung im Herrn, seinem Gott. Er fand Stärkung im Herrn, seinem Gott. Er hatte sich nicht entmutigen lassen. Ich möchte die Stelle auch nochmal in der Mengebibel vorlesen. 1. Samuel Kapitel 30 und in Vers 6. Wie das die Mengebibel übersetzt. 1. Samuel Kapitel 30 und Vers 6. Da heißt es, David aber geriet persönlich in große Gefahr, weil seine Leute schon daran dachten, ihn zu steinigen, denn sie waren alle über den Verlust ihrer Söhne und Töchter ganz verzweifelt. Also die waren jetzt entmutigt und sie wollten natürlich jetzt ihre Wut auslassen an David. Und er war jetzt in einer sehr unangenehmen Lage. David aber, heißt es hier, gewann neue Kraft durch sein Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Er gewann neue Kraft, oder wie es die Patloch-Bibel gesagt hat, er wurde stark, er gewann Stärke durch sein Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Darauf kommt es letztendlich an. Wie viel Vertrauen haben wir in Gott? Haben wir Vertrauen darauf, dass Gott in unserem Leben wirkt? Dass nichts, was in unserem Leben geschieht, Gottes Aufmerksamkeit entgeht. Und wenn ja, dann können wir alleine aus dieser Gewissheit heraus Vertrauen, Stärke, Kraft, Mut, Tröstung finden. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus eine sehr interessante Wahrheit, und ich möchte diese Stelle jetzt aus der guten Nachricht einmal vorlesen. 2. Korinther Kapitel 4 und in Vers 8. 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 8, wie es die gute Nachricht übersetzt.
Obwohl ich von allen Seiten bedrängt bin, werde ich nicht erdrückt. Obwohl ich oft nicht mehr weiter weiß, Paulus sagt das, obwohl ich oft nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Das kann auf uns Anwendung finden. Auch wir wissen vielleicht manchmal nicht mehr weiter, wissen nicht mehr, wie wir uns verhalten sollen, wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Vor allen Dingen, wenn es zu Verfolgungen kommt. Aber Paulus sagt, gleichwohl verliere ich nicht den Mut, gleichwohl werde ich nicht entmutigt, weil ich weiß, dass Gott da ist, mir zu helfen. Auch wenn vielleicht seine Hilfe etwas länger dauert. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Sie sagt uns deutlich, dass Gott bei den Seinen sein wird, und zwar ihr ganzes Leben lang. Und dies ist natürlich dann auch Grund zur Ermutigung. Aber wenn wir entmutigt werden, dann liegt das vielleicht daran, dass wir diese Wahrheit vielleicht zeitweilig vergessen. Schauen wir uns einmal im Philipperbrief Kapitel 1 an, was uns Gott hier verspricht. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Das sagt Paulus. Aber Paulus sagt es unter göttlicher Inspiration. Und das, was er hier schreibt, entspricht den Gedanken, dem Sinn Gottes. In Philipper Kapitel 1 und Vers 6 heißt es, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wenn Gott angefangen hat, mit uns zu arbeiten, dann wird er mit uns sein, solange wir ihn bei uns wohnen lassen wollen, bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Das war die Zuversicht des Paulus, der wusste das. Er schreibt auch Folgendes im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, die Verse 6 bis 9. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Er sagt hier, die Predigt von Christus, mit anderen Worten, die Predigt, die von Christus stammt, das heißt ja nicht die Predigt über Christus, die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende. Christus wird uns fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, Vers 9, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also Gott ist treu und Jesus Christus wird uns fest erhalten bis zum Ende. Wenn wir das wissen, dann können wir uns auch vorstellen, warum es eigentlich logisch gesehen nicht einen Sinn ergibt, entmutigt zu werden. Nun, man sieht das natürlich so logisch nicht. Wenn man in Situationen steckt, die sehr gefährlich sind, die sehr unangenehm sind, dann kann man natürlich Entmutigung erlangen. Aber bedenken wir dann, was Gott uns hier in diesen Stellen sagt. Denken wir auch an 2. Samuel, Kapitel 7. 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 8 und 9. Das ist etwas, was jetzt an König David gesagt wurde, und zwar von Gott. Durch einen Propheten hier, den Propheten Nathan. In 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 8 bis 9. Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen, sagt jetzt also Gott zu Nathan. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Man kann auch sagen, ich bin mit dir gewesen, wo auch immer du hingegangen bist. Die ganze Zeit hindurch. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Gott sagt David hier, ich war die ganze Zeit über mit dir. Und auch wenn du zu Zeiten gegen mich gesündigt hast, war ich auch da, habe ich das auch gesehen. Natürlich habe ich dann dich, David, dafür bestraft. Aber ich war die ganze Zeit über mit dir, solange wie du grundsätzlich willens warst, mir zu folgen. So lange war ich die ganze Zeit über bei dir. In 1. Mose Kapitel 28 sagt Gott etwas Ähnliches zu Jakob.
der nachher dann Israel genannt wurde. 1. Mose Kapitel 28 und in Vers 15. 1. Mose Kapitel 28 und Vers 15. Ein Versprechen, das Gott an Jakob gab, aber Gott ist derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit. Er ist niemand, der die Person ansieht. Also die Versprechen, die er jetzt an David gegeben hat, die er an Jakob gegeben hat, die er noch an andere geben wird, wie wir gleich sehen werden, die gelten auch für uns. Denn Gott will ja auch, dass wir in sein Reich kommen. Und so sagt er hier zu Jakob in 1. Mose 28 und Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gott hat uns versprochen, dass wir, wenn wir nicht aufgeben, in seinem Reich sein werden. Er will, dass wir sein Reich ererben. So wird Gott auch für uns alles tun, was notwendig ist, um das Reich Gottes ererben zu können. Und er wird uns nicht verlassen, unser ganzes Leben hindurch, bis dieses Ziel erreicht worden ist. Und dann natürlich schon mal gar nicht, weil wir dann eben mit Gott sein werden. Jakob hat das verstanden. Jakob hat das nicht bezweifelt. In 1. Mose 48 lesen wir, was er selbst sagt. 1. Mose 48, angefangen in Vers 15, als er den Josef segnete in Ägypten. Da sagt er Folgendes, 1. Mose 48, Vers 15, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag, der Engel, der Bote, offensichtlich hier eine Beschreibung von Jesus Christus, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, das sind also die Söhne von Josef, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Also Jakob hat keineswegs bezweifelt, er war jetzt ein alter Mann, dass die ganze Zeit hindurch Gott ihn beschützt hat, Gott bei ihm war. Gott nicht zugelassen hat, dass ihm etwas geschehen könnte, was seinen Plan, ihn letztendlich in sein Reich zu bringen, zunichte machen würde. Schauen wir uns auch an, was über Josua, den Nachfolger von Mose, geschrieben steht in Josua Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Josua Kapitel 1 und die Verse 5 und 6. Mose war gestorben. Es war aller Grund dafür vorhanden, möglicherweise jetzt entmutigt zu werden. Sie waren noch nicht im gelobten Land. Mose war es nicht gestattet, ins gelobte Land zu gehen. Jetzt wurde diese überwältigende Aufgabe, das Volk ins gelobte Land zu bringen, an Josua weitergegeben. Gott wusste natürlich, wie es um Josua stand. Josua war ja auch nur ein Mensch. Und schauen Sie, was Gott ihm hier sagt, in Josua Kapitel 1, Vers 5. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Mit anderen Worten, keiner wird meinen Zweck, mein Ziel für dich zunichte machen können. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das war jetzt die Einleitung zu dem, was Gott jetzt sagen würde. Also Gott würde immer bei ihm sein. Weil das der Fall war, so sagt er jetzt in Vers 6, sei getrost und unverzagt. Also werde nicht entmutigt, sondern fasse Mut, habe Ermutigung. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst deinem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe gegeben habe oder geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Also Josua wurde klar und deutlich gesagt, ich bin bei dir, von daher tue das, was du tun musst und tue es mit Mut, tu es unverzagt, tu es mit Stärke, werde nicht entmutigt, auch wenn Dinge vielleicht nicht so laufen werden, wie du dir das gerne vorstellst. Schauen wir uns auch die Worte Davids an Salomo an, seinen Sohn Salomo im 1. Buch Chronik. 1. Buch Chronik und lesen wir Vers 28. 1. Buch Chronik und Vers 28 oder Kapitel 28. 1. Chronik Kapitel 28
Und lesen wir nur Vers 20. David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt und richte es aus, tue das, was Gott von dir erwartet. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Man könnte auch sagen, lass dich nicht entmutigen. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Es ging hier also darum, dass David dem Salomo sagte, Gott wird mit dir sein, solange wie du den Tempel baust. Und richte es aus, sagt er hier, sei nicht unverzagt, werde nicht entmutigt. Interessant ist, dass David nicht sagt hier zu Salomo, Gott wird mit dir sein dein Leben lang. Schauen Sie, David sprach unter Inspiration. Und Gott schien zu wissen, schien zu befürchten, dass Salomo letztendlich zunächst einmal von ihm abfallen würde, zumindest für eine gewisse Zeit. Also dass natürlich dann Gott nicht mehr mit ihm sein würde, zumindest nicht während dieser Zeit. Aber wie ich sagte, solange wir uns auf dem richtigen Wege befinden, solange wir das Verhältnis mit Gott aufrechterhalten wollen, solange wird auch Gott nicht von uns weichen. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 15. Es geht hier um einen König, den König Asa. Und auch hier sagt Gott etwas sehr Ähnliches. 2. Chronik, Kapitel 15. Lesen wir angefangen in Vers 2. 2. Chronik, Kapitel 15, angefangen in Vers 2. Da zog er hinaus Asa entgegen, das ist dieser Asaria, und sprach zu ihm: Höre mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Andere Übersetzungen haben hier: Der Herr ist mit euch, solange ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er auch euch verlassen. Und das war leider für Salomo zeitweilig der Fall. Vers 3. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, und ohne Gesetz. Als sie aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israel, sich bekehrten und ihn suchten, da ließ er sich von ihnen finden. Auch dies ist eine gute Ermahnung für uns. Wenn wir heute uns abwendig haben machen lassen von Gott oder vielleicht nicht so leben, wie wir leben sollten, und wir das beginnen zu verstehen, dann sollten wir uns vor Gott hinstellen, dann sollten wir ihn suchen und er wird sich von uns finden lassen. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Das war die Vergangenheit, aber Gott gibt jetzt hier Mut. Er sagt, in diesen Zeiten der Entmutigung könnt ihr Mut haben. Wodurch? Vers 7. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Also er fordert sie auf, jetzt zu arbeiten, das Werk Gottes zu tun. Und er sagt, dass das Werk Gottes nicht vergeblich sein wird. Und wenn wir heute meinen, vielleicht, dass die Aufgabe zu groß ist, dass wir sie nicht erfüllen könnten, denken wir daran, dass Gott sagt, tut, was ich euch geboten habe, und euer Werk wird seinen Lohn haben. Vers 8. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria, der Sohn Obeds, gesprochen hatte, da wurde er getrost. Da fasste er Mut. Da war er nicht mehr entmutigt. Und schauen Sie die Konsequenz, das Resultat. Er hat sich nicht nur einfach dahingesetzt und hat gesagt, oh, das ist ja schön, Gott hat mir jetzt also Mut gegeben. Nein, er tat etwas. Und er tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte. Und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Wenn das unsere heutige Gesellschaft tun würde, wenn sie abtun würden, diese greulichen Feste wie Halloween, eine absolut dämonische Situation, und sich wieder Gott zuwenden würden, dem Gott der Bibel, wie er im Alten sowohl als auch im Neuen Testament beschrieben wird, wie anders könnte unsere Gesellschaft sogar heute aussehen? Nun, das ist nicht zu erwarten, leider. Aber für uns individuell kann und muss dies der Fall sein. Auch hier sehen wir wieder, wie Gott den Asa entmutigt und ihn dazu ermuntert, dann für ihn einzutreten. In Apostelgeschichte Kapitel 23
finden wir, wie Paulus in großer Bedrängnis war. Und schauen wir uns an, was über ihn hier gesagt wird. Apostelgeschichte 23, die Verse 10 und 11. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Also war er in einer so großen Gefahr, dass es sogar um sein Leben ging. Und er ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. Vers 11. Aber auch das war natürlich jetzt keine großartige Situation für Paulus, der war jetzt gefangen in der Burg. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost, fasse Mut oder habe Mut. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Also Gott sagte ihm, deine Aufgabe ist noch lange nicht erfüllt. Du bist zwar hier jetzt in einer Burg und du bist scheinbar hier verlassen von allen, aber ich bin bei dir und du wirst nach wie vor weiterhin deine Aufgabe, die du von mir erhalten hast, erfüllen müssen. Wenn wir manchmal in Zeiten der Entmutigung meinen, alles sei vorbei, dann denken wir daran, dass Gott dies alles ganz anders sieht. Solange wie wir leben, gibt es Hoffnung, gibt es eine Aufgabe zu erfüllen, die wir mit Mut und mit Zuversicht erfüllen sollen. Jesaja Kapitel 43. Jesaja Kapitel 43, die Verse 1 bis 3. Jesaja Kapitel 43, die Verse 1 bis 3. Eine wunderbare Stelle, die uns sehr viel Mut geben kann, geben sollte, wenn wir uns in Bedrängnis, in was für einer Art Bedrängnis auch immer befinden mögen. Jesaja Kapitel 43, angefangen in Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, aber Gott hat sie und mich auch geschaffen. Also er spricht genauso gut zu ihnen und zu mir, wie er hier zu Jakob spricht. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Israel, ein anderes Wort für Jakob. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie im Neuen Testament es gesagt wird, der Herr kennt die Seinen und er wird die Seinen nicht verlassen. Du bist mein. Und jetzt wird er auch deutlich machen, hier in Vers 2 und Vers 3, was das bedeutet. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Schauen Sie, solange wie wir eine Aufgabe zu erfüllen haben, wird nichts uns davon abhalten können. Keine Flut, kein Feuer, kein Erdbeben, kein Wind, was immer es dafür Naturgewalten geben mag. Gott wird mit uns sein, wie er sagt, Gott wird uns beschützen. Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland, dein Erretter. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Und dann zählt er weitere Dinge auf, die er getan hat. Es gibt nichts in unserem Leben, was uns von Gott und seiner Hilfe trennen kann. Das Einzige, was geschehen könnte im negativen Sinne, ist, wenn wir uns von Gott abwenden. Wenn wir so entmutigt werden, wenn wir so deprimiert werden, dass wir nicht mehr willens sind, auf Gott zu hören, auf ihn zu achten, auf seine Hilfe zu bauen. Es gibt viele Stellen, die uns sagen, dass Gott uns Ermutigung und Trost gibt durch seinen Geist. In Johannes Kapitel 14 wird der Geist auf sehr interessante Weise beschrieben. Nun, wie ich schon oft gesagt habe, der Geist Gottes ist keine Person, es ist die Kraft, die von Gott ausgeht, sowohl dem Vater als auch dem Sohn. Und diese Kraft kann in uns wohnen und sie kann uns Ermutigung und Trost geben. In Johannes Kapitel 14, die Verse 26 und 27. Johannes Kapitel 14 und Vers 26. Das sind die Worte Jesu Christi an seine Jünger. Und sie und ich sind auch seine Jünger, wenn wir tun, was er uns gebietet. Aber der Tröster, schauen Sie, der Tröster, derjenige, der uns Trost gibt, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vers 27. Aber schauen Sie, es ist der Geist Gottes, der von Gott dem Vater und von Jesus Christus ausgeht, denn er spricht jetzt weiter in Vers 27, den Frieden
lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Die Welt gibt allenfalls äußeren Frieden, aber Christus spricht vom inneren Frieden. Von Frieden, den man haben kann, selbst wenn man sich in Gefahr befindet. Und er sagt auch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, denn letztendlich ist ja der Tröster mit uns, der Heilige Geist, der uns Trost gibt. Gott, der Vater, Jesus Christus, die in uns leben, wenn wir den Heiligen Geist haben, die uns ihren Frieden geben, einen inneren Frieden, der nicht verzweifelt, der sich nicht entmutigen lässt, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich wünscht. Das Wort für Tröster im Griechischen ist das Wort Parakletos. Und das heißt so viel wie Beistand oder Helfer oder auch Unterstützer. Wir erhalten also Beistand, Hilfe, Unterstützung, Trost, Kraft von Gott. Im 2. Korintherbrief wird dieses Wort in abgewandelter Form ebenfalls wiederum benutzt. Und zwar in folgendem Zusammenhang. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. 2. Korinther Kapitel 1 und die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Also Gott ist der Gott allen Trostes. Das Wort hier im Griechischen ist das Wort Paraklesis. Also sehr verwandt mit dem Wort, das Sie eben gelesen haben. Aber er fährt fort zu sagen in Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Und der Grund ist auch hier weiter gegeben. Es geht nicht nur darum, dass wir den Trost erhalten, sondern damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem gleichen Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also Gott tröstet uns in unserer Trübsal, damit wir die Erfahrung machen können, wie man selbst in Trübsal Trost und Mut und Kraft haben kann. Und wir können dann diese Ermutigung an andere weitergeben, die sich in ähnlicher Situation befinden. Vers 5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und in Kapitel 7 lesen wir die Verse 4 bis 6. 2. Korinther, Kapitel 7, die Verse 4 bis 6. Paulus sagt, ich rede mit großer Zuversicht zu euch, ich rühme viel von euch, ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Können Sie das sagen? Überschwängliche Freude oder auch Frieden in aller unserer Bedrängnis? Das ist nur dann möglich, wenn Gottes Geist des Trostes in uns ist. Er sagt, denn als wir nach Mazedonien kamen, da fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt. Von außen mit Streit und von innen mit Furcht. Also es gab schon Furcht. Die Situation war auch dementsprechend. Vers 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er beschreibt hier eine Wechselwirkung. Er beschreibt hier, wie Gott uns sogar von außen auch Trost bringen kann. In diesem Falle, dass jetzt Titus ankam und dass er jetzt berichtete, wie er selbst getröstet wurde. Schauen Sie, Gott wirkt manchmal auf eine Weise, wie man sich das kaum vorstellen kann. Aber man sieht doch, wie Gott von innen und von außen wirkt, damit er uns Mut und Kraft und Trost geben kann, wenn wir willens sind, den zu empfangen. Schauen Sie, wir können in Zeiten der Angst Mut und Trost erhalten und behalten. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott für uns tut, was er für uns getan hat, was er noch für uns tun will. Wenn wir uns zum Beispiel auf das konzentrieren, was Gott uns bereits verdeutlicht hat. Er hat uns eine Wahrheit offenbart, die für die meisten Menschen heute ein Geheimnis darstellt. Die meisten Menschen verstehen heute nichts von dem, was die Bibel uns sagt. Wenn Gott sie beruft, dann gibt er ihnen auch seine Wahrheit. Zunächst einmal zu einem Teil, aber der Geist in uns wird uns dann in alle Wahrheit leiten, wie es heißt. Schauen wir uns einmal im Kolosserbrief, Kapitel 2 und Vers 2 an. Und ich lese wiederum hier aus der Guten Nachricht. Kolosser, Kapitel 2 und Vers 2.
Kolosser Kapitel 2 und Vers 2. Ich möchte, sagt Paulus hier, und ich, wie gesagt, zitiere aus der guten Nachricht, ich möchte, dass sie Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten. Sie sollen in den vollen Besitz der Erkenntnis kommen und Gottes Geheimnis begreifen. Dieses Geheimnis ist Christus. Nun, die Bibel spricht von vielen Geheimnissen. Eines ist das Geheimnis von Christus. Wer und was Christus ist, was Christus für uns tut, was er für uns getan hat, was er noch für uns tun wird. Es ist ein Geheimnis, das von Christus stammt. Schauen Sie, dass Christus uns gegeben hat, erläutert hat. Aber Paulus sagt, ich will, dass sie Mut haben. Und dieser Mut kann dadurch kommen, dass man an das denkt, was Gott mit uns vorhat, was unser Potenzial ist, unsere Zukunft darstellt. Es beinhaltet auch die Wahrheit, das Verständnis, dass wenn wir wirkliche Nachfolger Jesu Christi sind, dass wir dann auch leiden werden. Im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 12. Nun, manchmal kann das Leid erfolgen, ohne dass wir schuldig daran sind. Wir hatten das ja eben im Buch Jeremia gelesen. Der Jeremia hat ja gesagt, ja, warum gehe ich durch diese Probleme hindurch? Ich habe ja nichts Falsches getan. Aber als ein wahrer Diener Gottes werden wir leiden. Ein Jünger Christi wird Leid erfahren in dieser Welt. Denn diese Welt ist letztendlich ja nicht Gottes Welt. Diese Welt wird von Satan, dem Teufel, regiert. Im Hebräer Kapitel 12 lesen wir Vers 3. Hebräer Kapitel 12 und Vers 3. Gedenkt an den, Jesus Christus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir sollen also daran denken, dass Christus gelitten hat, dass Christus sogar in ungerechter Weise verurteilt wurde, verdammt wurde, getötet wurde, ermordet wurde. Er hat dies erduldet. Und Paulus sagt, denkt daran, dass ihr, wenn ihr etwas Ähnliches erfahrt, vielleicht in beschränktem Umfange, dass ihr da nicht irgendwie entmutigt werdet. Ihr könnt dies erwarten, selbst wenn es geschieht aufgrund von der Tatsache, dass ihr die Nachfolger Christi seid. Christus sagt, freut euch, wenn euch die Menschen übel tun und wenn sie Übles und über euch reden und Lügen über euch vorbringen, denn er sagt, euer Lohn wird groß sein im Himmel, und so haben sie auch die Gerechten und die Propheten im Alten Testament verleumdet. Aber manchmal kann es natürlich auch sein, dass wir erdulden müssen, weil wir die Erziehung benötigen, weil wir etwas Falsches getan haben, weil Gott uns vervollkommnen muss, weil wir Dinge ablegen müssen, die wir nach wie vor tun, die wir nicht tun sollten. Und so sagt er dann auch im Hebräerbrief im Kapitel 12, im 12. Kapitel, und ich möchte dies jetzt auch wiederum aus der guten Nachricht vorlesen, angefangen Vers 4, und ich lese Hebräer Kapitel 12, die Verse 4 bis 6, wie sie in einer etwas moderneren Art und Weise hier beschrieben stehen. Hebräer Kapitel 12, angefangen Vers 4. Da sagt er, in eurem Kampf gegen die Sünde ist es bis jetzt noch nicht auf Leben und Tod gegangen. Vers 5. Habt ihr die ermutigenden Worte vergessen, die Gott an euch, seine Kinder, gerichtet hat? Und jetzt zitiert er, nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verliere nicht den Mut, wenn er dich straft. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge, und wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Nun, einige akzeptieren nicht die Tatsache, dass Gott heute straft, wenn wir sündigen. Einige sagen, ja, Gott ist Liebe, und Liebe und Strafe, das sind entgegengesetzte Begriffe. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gott will, dass wir in sein Reich eingehen können. Und wenn da irgendetwas ist, was uns davon abhalten würde, in sein Reich einzugehen, muss Gott damit umgehen. Sodass, wenn wir also Probleme haben in unserem Leben und wenn wir dies analysieren und erkennen, dass wir Probleme deshalb haben, weil wir noch nicht so leben, wie wir leben sollten, dann sollten wir dankbar dafür sein, dass Gott mit uns auf dieser Weise verfährt, und wir sollten nicht in irgendeiner Form entmutigt werden und meinen, alles sei zwecklos. Im Gegenteil, es soll uns sogar eine Ermutigung sein, weiterzumachen, und zwar in richtigerer Weise weiterzumachen. Und Sie müssen sich diese Frage ganz persönlich stellen, ob es da etwas in Ihrem Leben gibt, das Sie abhält, eine solch enge Beziehung zu Gott zu haben, wie Sie sie haben sollten. Denken wir an Salomo, der auch klein damit anfing, von Gott abzufallen, bis er letztendlich so von Gott abgefallen war, dass scheinbar schon gar keine Hoffnung mehr bestand. Nun, die Hoffnung besteht vielleicht deshalb noch, weil er das Buch Prediger geschrieben hat, als alter Mann,
Und er schreibt ja zu Ende des Buches, dass die Lehre Gottes die ist, die es für alle Menschen gilt, dass man Gott achten soll, dass man ihn respektieren soll, dass man seine Gebote halten soll. Aber für eine lange Zeit hindurch hatte sich Salomo von Gott abgewandt und hatte natürlich auch die Konsequenzen und die Folgen für das Verhalten zu tragen. Wenn wir entmutigt werden, wenn wir entmutigt sind, vielleicht weil wir nicht an diese Dinge so denken, die wir heute behandelt haben, oder weil wir uns vielleicht nicht so sehr an Gott wenden, wie wir uns an Gott wenden sollten. Aber wenn wir uns in einem Zustand der Entmutigung befinden, dann denken wir auch daran, was Gott für uns bereithält. Im 2. Korinther Kapitel 4 lesen wir zunächst einmal die Verse 16 bis 18. Und ich möchte dies einmal jetzt zunächst aus der Mengebibel vorlesen. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Paulus sagt hier, darum werden wir auch nicht verzagt. Nein, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Denn das Sichtbare ist zeitlich oder vergänglich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Und auch hier schauen wir uns dies noch einmal in der guten Nachricht an, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Es geht darum, dass wir uns auf unser Potenzial konzentrieren sollen, auf unsere Zukunft, auf das, was für uns alle unsere Zukunft darstellt, wenn wir von Gott berufen sind, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, wenn wir bereit sind und willens sind, diesen Weg zu gehen bis ans Ende. Und denken wir daran, Gott wird immer bei uns sein, bis ans Ende. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 18 in der guten Nachricht. Darum verliere ich nicht den Mut. Mein natürliches Leben geht zugrunde. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie, also diese Leiden, werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Vers 18, ich baue nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was jetzt noch keiner sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber besteht ewig. Wunderschöne Übersetzung, die zeigt, dass Leiden notwendig sind. Aber sie sind vorübergehende Leiden, damit wir die Herrlichkeit erlangen können, die ewig sein wird, wenn wir für das menschliche Auge unsichtbare Geistwesen sein werden, eingegangen sind in die Familie Gottes, Gott geworden sind, wie Gott der Vater und Jesus Christus der Sohn Gott sind. Aber Gott ist eine Familie und wir sind bereits gezeugte Kinder der Familie Gottes. Durch den Geist gezeugt. Und wir werden wiedergeborene Kinder sein, Geisteswesen sein, Mitglieder der Gottfamilie sein, wenn es für uns keine Leiden mehr geben wird, keinen Tod mehr geben wird. Deswegen sagt Paulus hier, das ist alles vorübergehend, was wir heute erleben. Aber es dient einem Zweck. Gott ist Liebe, er würde dies nicht zulassen, wenn es nicht einem Zweck dienen würde. Und deswegen sollten wir, wenn wir dies erleben, nicht entmutigt werden, sondern im Gegenteil, darin Ermutigung finden. Manchmal werden wir entmutigt, weil wir meinen, unsere Aufgabe sei zu schwer. Wir können es einfach nicht schaffen. Nun, das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns zu sehr auf uns selbst konzentrieren, anstelle auf das, was Gott uns geben kann, die Kraft, die Gott uns verleihen kann. Aber wie gesagt, im 5. Buch Mose, Kapitel 1, hatte Mose solche Ideen, solche Vorstellungen. Er sagt, es ist einfach zu schwer, ich kann das nicht packen. Und wie gesagt, Gott wusste es natürlich anders. Und wenn wir manchmal die Auffassung habe, es ist einfach zu schwer, dieses Leben, was wir führen, wir können es nicht schaffen, dann sollten wir auch daran denken, was hier geschrieben steht, im 5. Buch Mose, Kapitel 1 und die Verse 20 und 21. In diesem Fall ist es nicht Mose, der das gesagt hat, aber er ermuntert die Israeliten, nicht so zu denken, wie er einmal gedacht hat, wie wir das eben gelesen hatten, wo er sagt, es ist zu schwer für mich, dieses Volk zu tragen, und er hat vielleicht selbst auch an sich ein bisschen gedacht, als er hier diese Aussage von sich gibt. In 5. Buch Mose, Kapitel 1, angefangen in Vers 20,
Da sprach ich zu euch, den Israeliten, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Sieh her, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Ziehe hinauf und nimm es ein. Wie der Vater oder wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Sie hatten nicht genug Mut, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hatte. Und dann dieser falsche Bericht, der kam, der entmutigte das Volk sogar noch mehr. Manchmal muss man nicht auf das blicken, was vor Augen ist, man sollte das gar nicht tun, sondern man sollte auf das blicken, was uns Gott versprochen hat. Schauen Sie, wir sollen ja Jesus Christus nachfolgen. Und Jesus Christus kannte keine Entmutigung. Er war davon beseelt, seine Mission, seine Aufgabe, das, was Gott ihm zugedacht hatte, zu erfüllen. Und schauen wir uns zum Abschluss eine Stelle im Jesaja-Buch an, in Jesaja Kapitel 42 und Vers 4, und ich lese dies aus der Elberfelder Bibel. Jesaja Kapitel 42 und Vers 4. Nun, auch Christus selbst hatte diesen Mut, weil Gott mit ihm war, weil Gott der Vater ihm Kraft und Stärke gab, wie Gott der Vater auch uns heute Kraft und Stärke gibt, geben will, wenn wir bereit sind, diese Kraft zu empfangen. Und was hier auf Christus sich bezieht, was über Christus gesagt wird, das gilt auch für uns. Kann auch für uns gelten, sollte für uns gelten. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 42 und Vers 4 an. Es heißt hier in der Elberfelder Bibel, er wird nicht verzagen, er wird nicht den Mut verlieren, er wird nicht lichtlos werden, wie es auch übersetzt werden kann. Mit anderen Worten, er wird das Licht seiner Stärke behalten. Er wird nicht verzagen, er wird nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Er wusste, sein erstes Kommen war notwendig. Er wusste aber auch, er würde wiederkommen. Und er würde dann als Gott den Menschen Recht und Gerechtigkeit übermitteln. Und so heißt es hier auch, und die Inseln warten auf seine Weisung. Die meisten Menschen heute wissen gar nicht darauf, dass sie, oder wissen gar nicht, dass sie eigentlich auf Christus, auf seine Weisung warten. Aber Gott weiß es. Gott weiß, dass die Menschheit Jesus Christus des Reiches Gottes bedarf. Gott weiß, dass die Menschheit in letzter Konsequenz auf sie und auf mich wartet. Denn wenn wir einmal im Reich Gottes sein werden, als Mitglieder der Gottfamilie, werden wir ja mit und unter Christus herrschen auf dieser Erde für 1000 Jahre. Denken wir daran, dass das auch unsere Zukunft ist. Die Zukunft der Menschheit liegt in diesem Sinne in unseren Händen. Gott will nicht, dass wir aufgeben. Gott will nicht, dass wir entmutigt werden. Im Gegenteil, Gott will, dass wir immer weiter mit Mut und Kraft und Stärke und Zuversicht unseren Weg gehen, bis ans Ende unseres Lebens, bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und Gott sagt, und ich werde mit euch sein zu allen Zeiten, wenn wir ihn bei uns leben lassen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.